Wer an der Costa del Sol Urlaub macht, sucht meistens das Strand. Und davon gibt es mehr als genug. Von Malaga bis Estepona, rund 80 Kilometer, schaut es meistens so aus, es hat da Hotels oder Ferienwohnungen, im Erdgeschoss Restaurants, Souvenirläden und dann eben Strand. Mit allem, was es dazu braucht, Liegestühle und so weiter. Ich bin nun nicht unbedingt der Strandtyp und darum suche ich auch andere Sachen, die mich interessieren könnten. Man muss ein bisschen suchen, aber man findet das durchaus auch an der Costa del Sol. Hier nochmals die Karte zurück zum Überblick. Es sind da Malaga, Torremolinos, Benalmadena, Fuengirola, Marbella, San Pedro und Estepona bis runter nach Gibraltar. Rot sind die Ortschaften bezeichnet, wo ich irgendwas gefilmt habe. Zuerst mal bin ich hier in Marbella im Hafen Puerto Banús. Puerto Banús ist ein bisschen bekannt als Luxushafen. Dementsprechend schauen auch die Motorboote aus, respektive Motorjachten natürlich. Man spricht da nicht mehr von Booten. Dazu gehört natürlich auch, dass am Steg dann das entsprechende Auto steht. Da steht dann auch nicht mehr irgendwie ein Comuna VW drum. Hier haben wir beispielsweise die Motorjacht Lady Haya. Irgendwas ein bisschen mehr als 60 Meter lang. Preis nicht so ganz bekannt. Früher konnte man die sogar chartern. Heute scheint es mir nicht mehr möglich zu sein. Jedenfalls habe ich nichts gefunden. Die Hafenanlage ist eigentlich noch ganz schön gebaut mit den Häusern rundherum in andalusischem Stil. Und natürlich auch entsprechende Geschäfte. Wo man welche Marke findet, sieht man hier auf den Hinweisschilden. Wie gesagt, eigentlich ganz nett gebaut, auch mit ein paar Restaurants und so weiter. Ist einfach, so wie ich hier was zu sagen pflege, nicht ganz meine Preisklasse. Aber um das sich mal anzuschauen, ist ja ganz nett. Wobei, ich meine, als Segler bin ich in ganz vielen Häfen gewesen. Ich habe so unter Luxusjachten habe ich ein bisschen andere, teurere Boote erwartet. Aber die ganze Anlage ist halt nicht mehr so ganz neu, ist in den 70er Jahren gebaut worden und damals waren das halt Luxusjachten. Ne? Heute, wenn man wirklich teure Luxusjachten sehen möchte, muss man vermutlich im Mittelmeer eher nach Cannes oder Saint-Tropez gehen. Marbella selber ist ganz ähnlich wie der Rest der Costa del Sol. Es hat in oberen Etagen hat es Apartments oder teilweise Hotels, Erdgeschoss, Restaurants und Souvenirläden, dann eine schöne Promenade und die Hauptsache Strand. Also dasselbe wie überall an der Costa del Sol. Vielleicht ein klein bisschen höheres Preisniveau, aber noch nicht überrissen teuer. Marbella hat aber im Gegensatz zu anderen Städten hier an der Küste noch einen intakten Altstadtkern. Und der lohnt sich durchaus, finde ich. Ist sehr malerisch, so mit den Gassen, Souvenirläden und Restaurants, die halt dazu gehören. Und vor allem der riesige Hauptplatz, der Plaza de las Naranjas, also Platz der Orangen, mit ganz vielen Restaurants und auch unter anderem das Rathaus steht hier. Durchaus beliebt bei den Touristen und um hier einen Kaffee zu nehmen, ein Glas Wein mit Tapas oder Mittagessen, Nachtessen einzunehmen, ist das sehr zu empfehlen. In Andalusien gibt es noch einige traditionelle Bergdörfer, die teilweise von der Touristenindustrie als Pueblo Blanco vermarktet werden. Typisch für diese Dörfer sind die mit einem weißen Kalkanstrich versehenen Häuser. Darum auch Pueblo Blanco, das heißt nämlich weißes Dorf. Eines von diesen Dörfern, relativ einfach zu erreichen, ist Mijas. Man kann von Fuengirola aus mit dem Bus in einer halben Stunde da sein.
Michas ist natürlich auch ziemlich auf Touristen, Tagesausflüge ausgerichtet. Es gibt zum Beispiel hier Mauleseltaxis, entweder reiten oder ein Zweiergespann, das man da mieten kann. Oder der auch sonst überall bekannte Touristenzug. Eine sehr gute Aussicht über die Küste hat man vom Platz vor der Ermitage Virgen de la Peña. Das ist eine eigentlich kleine Kapelle, die 1770, 1780 etwa 20 Jahren von einem Mönch erbaut wurde, eigentlich vor allem in den Felsen gehauen und dann sozusagen vor der Höhle noch eine Fassade errichtet, ganz, ich sage jetzt mal, herzig, also mir hat sie gefallen. Im Nebenraum sieht man auch noch verschiedene Utensilien, die vor allem bei Prozessionen verwendet werden. Ich habe dann vom Dorf aus noch einen längeren Spaziergang und eine kleinere Wanderung gemacht zu einer weiteren Kapelle, ein bisschen weiter oben. Es gibt übrigens der ganzen Küste entlang gibt es recht viele Wanderwege, gut ausgeschildert, gut ausgebaut, und in jeder Touristeninformation kriegt man dafür gute Informationen mit wo beginnen, wo enden, mit wie lange es dauert, mit Höhenprofil und so weiter. Man kann irgend von Estepona bis Nercha kann man, glaube ich, mehr oder weniger durchgehen, könnte man da wandern. Zu empfehlen ist das vielleicht nicht im Hochsommer zu machen, weil dann wird das wirklich heiß. Aber sonst ist es hier wunderschön, so im Schatten von Pinienwäldern, fein duftenden Pinienwäldern, ist es ein schöner Spaziergang oder kleine Wanderung. Man kann ganz gut einfach durch die typischen Gassen schlendern, teilweise halt für die Touristen hergemacht mit Souvenirshops und Restaurants. Weil das Dorf eben in den Berg hineingebaut ist, hat es teilweise auch Treppen. Ich fand das Ganze sehr malerisch. Der Hauptplatz, autofrei übrigens, bietet ganz viele Restaurants, ganz viele Verpflegungsmöglichkeiten, also dass auch für das leibliche Wohl gesorgt ist. Es gab auf dem Hauptplatz auch eine kleine Show. Offensichtlich ist das jeden Tag so irgendwann um die Mittagszeit, 12 Uhr oder 1 Uhr. Da wurde in einem Pavillon Flamenco getanzt, entsprechende Gitarre und Gesang dazu. Bei den Touristen natürlich sehr beliebt und mir gefällt das übrigens auch. Wer möchte, kann für Mittagessen oder Nachtessen auch in einem Restaurant einnehmen, das Sicht auf die Küste bietet. Vermutlich wird dann die Aussicht so auf den Preis aufgeschlagen mit 2-3 zusätzlichen Euros. Neben den vermarkteten Pueblos Blancos, das ist eine Touristenmarke, gibt es auch noch einige Dörfer, die auch ein bisschen authentischen Charakter haben, beispielsweise Ben Almadena
Pueblo. Ich bin hier zu Fuß da hoch, etwa eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, schön durch Olivenhaine. Olivenbäume findet man hier in der Gegend sehr häufig. Die sind sehr gut den klimatischen Bedingungen angepasst. Und die Olivenbäume können, glaube ich, auch sehr alt werden, x 100 Jahre alt, was natürlich auch für die Landwirtschaft das Ganze spannend macht. Auch Benal Madena bietet so enge Gassen, weiße Häuser, teilweise schön verziert mit Blumen oder anderen Dekos und einen kleinen Dorfplatz mit zwei, drei Restaurants, wo man gemütlich einen Kaffee nehmen kann. Hier so der Blick auf die Küste. Wobei, Blick über die Küste ist hier so ein bisschen wie überall. Aber wenn man sich umdreht, dann hat es hier noch eine schöne malerische Kirche. Man muss übrigens nicht unbedingt in einen von diesen Dörfern, auch wenn man beispielsweise in Fuengirola ein paar Gassen weiter von der Meerfront weggeht, dann ändert sich sehr schnell der Charakter der Straßen, der Plätze. Es ist halt dann da, wo die Spanier wohnen und sich die Spanier bewegen. Beispielsweise hier im Café vor der Kirche. Oder man findet hier beispielsweise dann auch Märkte, da wo die Einheimischen einkaufen, wunderbar farbig mit Gemüse und Früchte. Diese Markthalle, da habe ich noch entdeckt, hat auch ein riesiges Gemälde auf Keramiktafeln, die irgendeine Strandszene darstellt. In Spanien kann man an Überlandstraßen häufig irgendwo auf einem kleinen Hügel einen großen schwarzen Stier sehen. Das hat folgende Bewandtnis, nämlich Osborne, ein Brandyhersteller, hat in den 60er Jahren übrigens, das ist schon lange her, eine neue Marke lanciert, nämlich Veteranen, und die haben damit Werbung gemacht mit Stieren, die den entsprechenden Aufdruck Veteranen hatten. Es gab aber dann bald ein Gesetz bezüglich Werbung an der Überlandstraße, sodass sie ihre Stiere weit weg platzieren mussten. Und damit sie trotzdem gesehen werden, wurden sie vergrößert und meistens auf einem kleinen Hügel gebaut. Später wurde das Gesetz ergänzt, dass überhaupt keine Werbung mehr gemacht werden darf an Überlandstraßen. Na, sonst sind die Autofahrer abgelenkt. Und da haben sie zuerst einmal einfach den Schriftzug entfernt und das sind einfach die Metallstiere noch stehen geblieben. Es gab dann ein langes Hin und Her. Aber schlussendlich hat dann das oberste spanische Gericht entschieden, dass diese Stiere inzwischen zum Landschaftsbild von Spanien gehören und nicht als Werbung gelten. Die letzten Aufnahmen stammen von Estepona, rund 70 oder 80 Kilometer von Malaga entfernt. Schon ein ganzes Stück und darum gibt es hier auch nicht so viele Touristen. Es gibt schon. Aber das hat auch dazu geführt, dass da einigermaßen noch das alte Ortsbild teilweise zumindest erhalten geblieben ist. Hier beispielsweise haben wir die Kirche Virgen del Carmen. Und wenn man da ein bisschen weiter schaut, ist am selben Platz ist auch ein Haus der Cofradía de los Pescaderos. Also übersetzt etwa das Zunfthaus der Fischer. Passt, weil die Virgen del Carmen ist eine der Schutzpatrone der Fischer und Matrosen. Woher der Name Estepona kommt, ist nicht ganz klar. Forscher vermuten, dass das auf die Kelten zurückgehen könnte, weil es gibt eine keltische Göttin, die heißt Epona. Und man weiß auch, dass in dieser Gegend Kelten gesiedelt haben. So könnte das ein Ort, ein Standort von einem Heiligtum oder einem Tempel zu Ehren der Epona gewesen sein. Aber das ist ein bisschen Vermutung, man weiß es nicht ganz genau. Was man hier auch findet, sind Überreste aus der Römerzeit. Und zwar ist es etwas speziell, weil es ist ein achteckiges Gebäude,
was eigentlich ganz untypisch ist für die Römer. Und da wird auch ein bisschen gerätselt, wofür das Gebäude gut gewesen war. So eine Hypothese wird hier an Schautafeln gezeigt, ist, es könnte ein Leuchtturm gewesen sein. Oder die andere Hypothese, dass es ein Mausoleum ist, also eine Begräbnisstätte von einem bekannten oder reichen Mann. Man weiß es nicht so genau. Es gibt hier übrigens noch eine Übersichtskarte über weitere Ausgrabungsstätte und Bauwerke aus der Römerzeit. Weil die Römer waren hier recht aktiv und fleißig. Es gab unter anderem eine Handelsstraße, die Via Augusta, die führte von der französisch-spanischen Grenze bis nach Cadiz. Es hat also auch im westlichen Teil der Costa del Sol einige Orte, die für mich interessant waren. Es gibt also mehr als nur Strand, Restaurants und Discos. Das nächste Mal werde ich übrigens in den Osten gehen, der Costa del Sol. Da gibt es auch einige interessante Orte.